Derby in der Fußball-Hessenliga-Rückrundenstart für die osthessischen Teams ausgerechnet am Fasnacht-Samstag. Flieden hat mit dem Ex-Halberer Tobias Gründler noch einen Neuzugang aus dem Hut gezaubert. Beide Teams wollen unbedingt punkten und so entwickelt sich vor rund 900 Zuschauern am Weiher von Beginn an ein Spiel mit viel Kampf und Krampf. Torraumszenen waren insgesamt Mangelware. Zunächst einmal die Bochonen in der 8. Minute, André Leibold auf Stefan Dietz, wieder Leibold, wieder Dietz, der mit einem langen Sprint und einem Schuss versucht, Dietz trifft den Ball aber nicht richtig, kein Problem für HSV-Keeper Tim Gutballett. Kurz danach Eckball für die Fliedener, Christian Birkenbach, Kopfball Sebastian Ruhl, der Neuzugang trifft das Leder aber auch nicht richtig, wieder Gutballett. Kopfball, Ping-Pong im Mittelfeld, der Hünfelder Kevin Krieger steil auf Christoph Neidhardt. Der bringt den Ball in die Mitte und Dennis Müller kommt etwas zu spät. Dann ein Foul von Andreas Drews am Hünfelder Kevin Krieger. Freistoß Dennis Müller. Der legt den Ball quer auf Felix Beck. Der haut drauf, ein Hünfelder noch am Ball. Das Leder ist im Tor, der Treffer zählt aber nicht. Abseits. Dann die 37. Minute. Die Hünfelder wirken insgesamt engagierter. Tim Gutballett hat den Ball. Abwurf auf Lukas Budenz. Der schaut, nimmt Maß und spielt den Ball lang auf den startenden Dennis Müller, der sich auf der linken Seite im richtigen Moment löst. Müller zieht in den Strafraum, sieht den besser postierten Christoph Neidhardt und der hat keine Mühe mehr, den Ball ins Tor zu drücken. 1:0 für den HSV. Sicher nicht unverdient. Und das Ganze hier noch einmal in Zeitlupe. 3 Minuten später die Fliedener im Vorwärtsgang. Christian Birkenbach auf Fabian Schaub. Der sieht den startenden Jonathan Müller. Der Ball kommt in den Strafraum. Hünfels Torwart Tim Gutballett wirft sich den Ball entgegen, klärt vor Müller, trifft aber Lukas Budenz und von dem prallt der Ball ins Tor. Es steht 1:1 und auch das noch einmal in Zeitlupe. In der 40. Minute dann wieder der HSV, die Hünfelder insgesamt engagierter. Johannes Helmke erkämpft den Ball im Mittelfeld. Der Ball kommt zu Sebastian Alles, der sieht Christoph Neidhardt und der wiederum kommt an Sven Kouame nicht vorbei. Mit dem 1:1 geht es in die Pause, in der zweiten Hälfte wieder der HSV. 68. Minute, langer Ball auf Maurus Glüber, der bleibt etwas Kouame hängen, spielt aber weiter, die Gefahr für Flieden vorbei. 79. Minute, Eckball Dennis Müller, Kopfball Johannes Helmke, knapp neben den Kasten. Das war es dann auch. Am Ende bleibt es beim 1:1 zwischen Bochonia Flieden und dem Hünfelder SV. Ein Unentschieden, das keinem der beiden Teams so richtig weiterhilft. Ja, ich denke mal, wir hatten uns mehr versprochen, gerade was das Spielerische anbelangt. Wir waren irgendwie nicht gut heute. Wir waren sehr, sehr nervös, sind also nie so richtig in das Spiel reingekommen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Schlussendlich muss man mit dem Punkt mehr wie zufrieden sein. Ja, wir können viel besser wie das, was wir heute gezeigt haben. Aber wir nehmen den Punkt natürlich mit, obwohl ich letztendlich schon enttäuscht bin. Vom Spielerischen her war das richtig gut. Wir haben uns Torchancen ausgearbeitet, sind auch verdient in Führung gegangen und bekommen dann natürlich durch ein Eigentor das unnötige 1:1. Ne? Ich muss überlegen, wenn ich mal... Resümier, wie viele Torchancen oder welche Torchancen Flieden hatten. Da haben wir hinten gerade in der Innenverteidigung überragend gespielt heute. Muss man echt sagen, Riesenkompliment an den Johnny und an den Tarek da hinten. Fabian Schaub habe ich überhaupt nicht gesehen. Der ist eigentlich nur aufgefallen durch Foulspiele. Ich glaube, der hat gefühlte 15 Foulspiele gemacht. Ich denke, ein Sieg wäre heute nicht unverdient gewesen für Hünfeld. Müssen einfach die gute Leistung mitnehmen und da für die nächsten Heimspiele anknüpfen, dann klar. Ja, ich muss sagen,